is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Wahrheit wird siegen. Der Engel schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Die Botschaft von Offenbarung 14, die besagt, dass die Stunde des Gerichtes Gottes gekommen ist, wird in der Endzeit verkündigt. Der Engel von Offenbarung 10 wird so dargestellt, dass er einen Fuß auf dem Meer und den anderen auf dem Land hat. Das zeigt, dass die Botschaft in ferne Länder getragen wird. Der Ozean wird überquert werden. Und auch die Inseln im Meer werden die Verkündigung der letzten Warnungsbotschaft vernehmen. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist. Es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Die Botschaft kündigt das Ende der prophetischen Zeitperioden an. Die Enttäuschung derer, die unseren Herrn im Jahre 1844 zu sehen erwartet hatten, war für jene in der Tat sehr bitter, die so sehnsüchtig nach seinem Kommen ausgeschaut hatten. Diese Enttäuschung kam nach Gottes Ordnung und Plan. Keine einzige Wolke hat die Gemeinde überschattet, für die Gott nicht Vorkehrung getroffen hätte. Keine einzige gegnerische Macht hat sie erhoben, um dem Werk Gottes entgegenzuarbeiten, die Gott nicht vorhergesehen hätte. Alles hat genauso stattgefunden, wie er es durch seine Propheten vorausgesagt hat. Er hat seine Gemeinde nicht in Dunkelheit zurückgelassen, hat sie nicht vergessen, sondern in prophetischen Aussagen angedeutet, was geschehen würde. Und durch seine Vorsehung, die an dem ihr bestimmten Platz in der Weltgeschichte handelt, hat er das zustande gebracht, was der Heilige Geist den Propheten vorauszusagen eingab. All seine Absichten werden erfüllt und verwirklicht. Sein Gesetz ist mit seiner Regierung eng verbunden. Satanische Werkzeuge können es auch dann, wenn sie mit menschlichen Werkzeugen zusammenarbeiten, nicht zerstören. Die Wahrheit ist von Gott inspiriert und bewahrt. Sie wird überleben und wird sich durchsetzen, wenn es auch zuweilen den Anschein haben mag, als würde sie in den Schatten gestellt. Das Evangelium von Christus ist die Veranschaulichung des Gesetzes im Charakter. Alle von Satan ins Feld geführten Täuschungen, jeder Kunstgriff, der etwas Falsches rechtfertigen soll, und alle von satanischen Helfern zusammengebrauten Irrtümer werden schließlich endgültig zerstört werden. Die Wahrheit wird siegen wie die helle Morgensonne. Die Sonne der Gerechtigkeit wird mit Heil unter ihren Flügeln erstrahlen. Und die ganze Erde wird mit seiner Herrlichkeit erfüllt werden. The Lord is coming. Are you